und herzlich willkommen zu einer neuen Trelle-Mod-Vorstellung. Diesmal von Sogard aus dem SS-Forum, nämlich den Dryliner. Hat er ganz neu gebastelt in der Version 1.0. Und den will ich euch heute zeigen. Der sieht nämlich echt cool aus und hat einen Haufen Futures. Ne? So, also hier haben wir den Mega. Was heißt Mega? Low-Deck. Kleine Reifen. Richtig. So, den haben wir in dieser Variante, dass er diese Streifen hat. Ne? Oder dann hier als, ja, glatt halt, glatt poliert. Dann gibt es ihn als Duplex. Duplex sind dann hier größere Varianten oder größere Platten. Weiß nicht, wie man das nennt hier. Ne? Dann gibt es den Rolltor hinten. Ne? Rolltür, Roll. Dann gibt es den Roll. Also auch in dieser Variante mit diesen größeren Flecken. Und dann den Dryliner Mega. Der hat dann hier so noch so Waben drin. Scheint ein bisschen stabiler zu sein, die Kiste. Also das könnt ihr euch dann hier raussuchen, was ihr wollt, aber er sieht schon cool aus. Ne? Den gibt es in einer Achse. In solchen Achsen so. Wie ihr das halt hier wollt und braucht und euch wünscht. Ich mache das jetzt nochmal zurück. Die Reifen, Moment. Ich habe hier von Aber Strebers nämlich noch ein paar Reifen da. Da. Genau. Warte, Moment. Da sind die richtigen Reifen drauf und jetzt passt wieder. Ja, und die Felgen. Ja, ist egal, jetzt ist aber auch schon, ist nur zum Testen. Dann habt ihr hier natürlich wieder eure Positionsflächen, die müsst ihr anbauen, weil sonst gibt es kein Licht. Dann habt ihr hier noch Verkleidung, ihr habt hier noch einen Staukasten, einen kleinen, wenn ihr wollt, das gleiche auf der anderen Seite, logisch. Dann habt ihr hinten hier noch die Möglichkeit, Unterlegkeile, Moment, gehen wir hier mal kurz hin, oder einen Staukasten, Staukasten passt, die Unterlegkeile, ja, passt. Das haben wir das gleiche auf der anderen Seite genauso. Staukasten, Palettenkasten, hast du nicht gesehen. So, dies, das, jenes. Also da könnt ihr euch dann jetzt auch raussuchen, was ihr hier natürlich braucht. Und dann hier noch die Unterlegkeile. Hinten am Popo des Trailers. Es gibt einen Dryliner, Dryliner Old als Zeichen halt. Ne? Dann gibt es hier noch Closed, ADR-Platte. Auch ganz interessant. Hier noch diese schönen Reflexionsstreifen hinten hier noch. Da passen die gut. Das ist im Prinzip das gleiche wie beim Megaliner, ne? Wurde hier übernommen. Finde ich gut. Auch noch ein Aufkleber. Dann hier noch dementsprechend. Oh, guck mal hier, die neuen Aspöck Eco LED Lampen. Sehr schön. Dann die Europoint Lampen, LED, LED Dark. Die runden, die Stock. Oder Stock, natürlich die neuen Aspöck Lampen. Hier noch ein Skin dazu. Hier noch den passenden Schmutzfänger dazu. Standard Long. Na, könnt ihr euch dann hier raussuchen. Gibt es dann hier als Long natürlich. Auch noch als Skin. Es gibt den Template auch noch dazu. Ne? Dann haben wir hier noch versteckt. Standard auch nochmal so Streifen. Und dann hier nochmal ganz klein. So, noch so ein Ding hier. Ne? Und dann seid ihr im Prinzip soweit durch. Aber ich finde es gut, dass hier sehr, sehr coole Sachen mit dabei sind. Das sieht dann wirklich richtig stark aus hier. Ne? Also es hat schon was. Skin-technisch gibt es hier diesen, in dem Fall weiß. Oder dann einfach diesen Krone Dryliner. Dann könnt ihr euch dann raussuchen, was ihr hier wollt. Ihr könnt ihn dann dementsprechend auch noch skinnen. Wie gesagt, Template ist da mit dabei. Müsst ihr euch dann runterladen. Oder ja, genau, runterladen, glaube ich. Und dann habt ihr einen echt coolen, geilen Dryliner. So, wir schauen uns den jetzt nochmal ganz kurz an, weil ich habe hier noch ein paar Kleinigkeiten entdeckt. Also, Trailerkabel funktioniert, das glaube ich, ist klar. Ne? Und hier auch wieder ganz toll. Guck mal hier, diese Schriftzug-Logo Duplex. Die ganzen hier, diese ganzen Krone Logos hier mit dabei, herrlich, oder? Es ist schon wieder echt großes Kino hier, ne? Dann Animation unterstützen, ich glaube soweit klar, das ist jetzt hier vielleicht nicht ganz ideal gelöst, aber egal, ist wurscht, sind wir mal nicht so. Dann aber hinten das ganze Zeug, hier sind die Rückleuchten, die neuen Aspöck Lampen. Hier gibt es übrigens noch hier diese Gummipuffer, hier diese schwarzen, sind auch sehr gut. Und dann hier noch diese Seile, ne? Hier diese, wenn wir so nach oben gehen, wenn man dann hier aufmacht. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Ne? Und wenn ihr dieses Rolltor hier nimmt, oder das Rollding, dann könnt ihr hinten diese orange-weißen, also diese hier, die könnt ihr dann nicht anbauen, ne? Die gehen halt dann nicht. Aber das ist nicht so schlimm, oder? Das ist wurscht. Aber es sieht einfach cool aus und macht einfach richtig Laune. Liftachse haben wir natürlich auch mit dabei, die erste. Aber die ganzen Achsvarianten habt ihr ja soweit gesehen. Jetzt machen wir mal einen Lichttest. Kommen wir zum Lichttest. Ne? Also ich habe hier, klar, das Scania lassen wir mal außen vor. Ansonsten haben wir unsere Positionsleuchten. Auch hier hinten oder beziehungsweise an der Seite. Und dann hier hinten auch noch. Ne? Auch hier diese schönen neuen Aspöck-Lampen sehen sehr, sehr, sehr toll aus. Ne? Sieht cool aus. Ich habe natürlich
Bremse ist bei mir ein bisschen stark, kann aber auch vielleicht an einem anderen Mod liegen, dass das hier so ein bisschen gach ist, ne? Also ein bisschen wild ist. Kann vielleicht an einem anderen Mod liegen, den ich noch nutze. Ich nutze ja noch Jetta-Add-ons und 50k und Power Casio und hast nicht gesehen. Vielleicht liegt es daran, dass das so grell ist hier. Dann haben wir hier Rückwärtsgang, ist hier mit dabei. Und was jetzt noch ganz schön ist, ich weiß, ihr liebt es immer so ein bisschen hier, diese Aerodynamik-Blinker, ne? Guck mal hier. Guck mal, toll, oder? Das blinkt. Sogar in Farbe bunt. Verrückt. Würde man gar nicht glauben. Also, sehr schöner Trailer hier. Und das mal so zum Lichttest. So, wir kommen jetzt hier zum Fazit zum Krone Dryliner. In der Version 1.0 von Sogar aus dem SCS Forum. Also wirklich sehr, sehr, sehr toller neuer Trailer. Ihr braucht natürlich das Krone DLC, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Aber es sieht einfach cool aus. Alles, was so mega ist, mit kleinen Reifen hinten, ist sowieso absolut mein Favorite. Egal ob Plane, Kühler oder in dem Fall jetzt hier der Dryliner. Wird auch ganz oft genutzt in der Luftfracht, ne, in der Logistik. Sehe ich ganz oft. Passt halt viel Zeug rein, ne, muss man viel sagen. Ne. Es passt schon ein Haufen Zeug rein, solche Mega-Trailer. Hier, wie schon gesagt, in ganz vielen Varianten. Ne. Eine Achse, zwei Achsen, drei Achsen, geliftet, nicht geliftet. Hinten verschiedene Rückleuchtvarianten mit Rolltor, ohne Rolltor, mit Türen. Also alles, was man so braucht, ne? Und das sieht einfach richtig mega aus, dieses Teil hier. Richtig, richtig geiler Trailer. Tolle Geschichte. Ihr braucht natürlich einen Low-Deck-LKW dafür, sonst sieht das alles ein bisschen kacke aus, wenn ihr den ganzen normal 4x2 nehmt und dann die großen Reifen drauf habt. Das passt halt nicht. Deshalb nutzt da bitte das und dann sieht es auch ganz cool aus. Habt ihr noch Fragen zu diesem coolen Mod, dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren oder im SCS-Forum nachfragen. Link dazu in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken. Und dann viel Spaß mit sogar seinen Dryliner. Danke dafür. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.